So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und es wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und diesmal gab es so viele, ja, ich verspreche euch nicht zu viel, diesmal gab es so viele heftige Sachen. Es gäbe eigentlich 5 Schocker der Woche, 6 Schocker der Woche, 10 Schocker der Woche waren das schon, egal. Ich musste mich aber für einen entscheiden, sonst trage ich das immer mit mir rum und trage das immer weiter, wenn ich jetzt sage, es sind 5 heftige Sachen, ich zeige einen als Schocker, die anderen 4 hebe ich mir auf irgendwann, dann ist das ja nicht mal der Schocker der Woche, dann ist das ja wirklich so, ihr müsst ja von allen Sachen, die jetzt da sind, gucken, was ist am heftigsten. Letzte Woche habe ich das einmal gemacht, weil ich 2 brutale Sachen hatte und dachte, nimmst du den fürs nächste Mal. Aber jetzt habe ich so viel, da müsste ich schon wieder für 5 Wochen das rumliegen lassen. Deshalb zeige ich euch alle krassen Sachen diesmal in den Highlights und einen davon habe ich für den Schocker der Woche auserkoren. Außerdem heute Abend die Raid-Stunde, Raid-Mania. Wer den Kanal kennt, wer das Format kennt, weiß, wie das abläuft. Wer nicht, lernt es vielleicht kennen. Ich freue mich auf eure Einladungen für Suicune. Nichts zum Huhn. Für Raikou, Suicune, kriegt aber auch eine Raid-Stunde, wie ich gelesen habe. Normalerweise wäre das ja am Dienstag früh dann wieder weg, bekommt aber wohl am Montag auch eine Raid-Stunde. Das heißt, wir können am Montag 18 bis 19 Uhr auch eine Raid-Mania von Suicune abhalten. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr da unterwegs seid, wenn ihr da raidet, wenn ihr da Bock drauf habt, ich hätte Bock, ich wäre da. Wenn keine Einladungen kommen, dann eben nicht. So, jetzt aber die Highlights der Woche und natürlich am Ende auch der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Cumulus aus Johto Fire Event. Cumulus, ne, ein 100% Lavita. Ob das jetzt aus einer Forschung ist, sieht aus wie Level 15, kann ich nicht genau sagen. Aber egal, wen interessiert das denn schon? 100% Lavita nimmt man natürlich mit. Hier Julchen, 100% Entei. Jaha, endlich mal wieder nach ihrer Kyogre-Pleite, die sie auch geschickt hatte. Habe ich aber gelöscht, dafür rede ich ja jetzt davon. Hätte ich es auch einfach zeigen können. Nach ihrer Kyogre-Pleite 100% Entei mitgenommen. Kyogre wäre natürlich besser gewesen. Jojo hier mit einem Shiny Entei. Auch sehr schönes Bild, wie das gerade so nach vorne geht, möchte. Sich duckt, was auch immer. Skandalpara hier mit einem 100er Endivie, Cake Joker, Shiny Kramurks, Julchen. Ah, mit einem Garnovil. Ihr werdet später sehen, ich werde auch noch damit aufgezogen, dass ich immer noch kein Garnovil gebrütet habe. Ich glaube, der Adi springt gleich wieder auf den Schrank und. Adi. Ich sollte nicht Adi sagen, sonst guckt er hierher. Auf jeden Fall sich ein Garnovil gegönnt aus dem Ei. Super Sache. Habt ihr schon ein Garnovil gebrütet? Zack, und da ist er oben. Schreibt es mal in die Kommentare. Hier mein Shiny Buffle Beast, ne? Im Pokédex registriert. Sein erstes Entei. Hat er zu dem Shiny gemacht, indem er einfach die Barthaare schwarz angemalt hat. So geht das aber nicht. Pupsi hier. Bubi, ich werd verrückt. Ich hab's mit einer Shiny Miltank Kuh. Erkihai mit dem 100% Petsneef. Stefan Landei, auch hier aus der Quest, sage ich mal. Ein 100% Endivie und ein 100% Pi. Das Pi? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall aus dem Ei gebrütet. Warum schreibt er denn da nicht den Namen dran? Er hat auf jeden Fall sein eigenes System, um hier die Pokémon zu beschriften. Ihr seht immer der Wert insgesamt. Die einzelnen Werte von den einzelnen Bereichen. Angriff, Verteidigung, KP und auch der Level dahinter. So habt ihr beim Felino zum Beispiel Level 7. Und habt das alles schön in einer Übersicht. Auch Pikachu hier Level 19, aber alles natürlich 100er. Bockwurst ging auch mit einem Shiny Miltank, Bierbenny mit einem Shiny Miltank, ich habe immer noch keins. Ich hoffe auf die Spotlight-Stunde nächste Woche, da gibt es ja Miltank überall, da muss eins dabei sein. Vorbelastet, endlich das Ding als Shiny bekommen, hier mit einem Shiny Griffel, Karin Suel, auch hier mit einem 100% Lavita, 594. Jetzt wollen wir mal schlau sein, gehen mal zurück und sehen 445. So, vielleicht war das natürlich auch wild, ich weiß es nicht. Das sieht schon mehr aus. Das ist einfach Level 20, fertig. Das sage ich jetzt einfach mal so, das lege ich einfach mal so fest. Dann hat sie noch ein 100% Shiggy mitgenommen, Bob the Rob hier auch mit einem Shiny Miltank. Pika, Willow Queen,
Hardy, lenk mich nicht ab. Picabillo Queen auch hier, 100% Sneeble. Ihr wisst, der Sneeble Rauchtag war ja da. Ne, der Sneeble Quest Day, nicht der Rauchtag, Quest Day. Da gab es so viele Leute, die 100er Sneeble mitgenommen haben. Noch mehr Leute, die Shiny Sneeble mitgenommen haben. Ich habe die jetzt nicht alle einzeln rein. Wenn mir einer eine Übersicht geschickt hat, habe ich die auch mal gezeigt. Aber trotzdem habt ihr hier 100er Sneeble. Dann habt ihr beim Skandalpaarer, der denkt sich auch, was ist da denn los? Ihr seht, ein Quiekel mit Sneeble, mit Griffel. Ihr könnt es aber auf jeden Fall zu Sneebunna weiterentwickeln. Ist wohl ein Anzeigefehler und da gab es auch so viele Leute haben mir Bilder geschickt, wo irgendwas nicht gepasst hat. Werdet ihr dann noch sehen. Vorbelastet an einem Tag am Quest Day. Einfach mal fünf Sneeble mitgenommen. Ein Shiny Visor und ein Shiny Griffel. Ne? Einfach mal fein gemacht. K-Joker hat mein Sohn durch einen normalen Tausch bekommen. 100% Glückslavita. Jetzt haben wir schon das 100% Lavita gehabt. Jetzt haben wir das 100% Glückslavita. Ja, geht das noch zu toppen? Schreibt es mal in die Kommentare. Jojo hier mit einem Shiny Raikou. Als einer der ersten, der mir eins geschickt hat. Nice. Habe jetzt auf beiden Accounts ein Shiny. Hier nämlich auch noch eins. Bier Benny. Erstes Raikou auf dem blauen Account, der hat dazu sein allererstes gefangen, da auch direkt ein 100er bekommen, also Niantic gönnt richtig Deferis hier mit einem Shiny Kramurx. Dann, das weiß noch keiner, habe ich am ersten Tag, wo ich den Community Raid gemacht habe, ein wettergeboostetes Raikou bekommen, auf dem großen und auf dem kleinen Account. Habe die dann nach dem Video getauscht, hätte ich es lieber mal im Video gemacht, und habe einfach ein 100% wettergeboostetes Lucky Glücks Raikou bekommen, sprich die Raidstunde heute Abend, die kann ich mir sowas von in die Haare schmieren, ja? Also bräuchte ich eigentlich nicht, aber die mache ich dann immer für die Erfahrungspunkte. Ich könnte jetzt natürlich XL-Bomb-Bombs sammeln. Das war ja mein großes Ziel, bei Raikou ein 100er zu bekommen. Dafür wollte ich alles geben. Jetzt ist es da, mit Wetterboost sogar. Aber das weiß keiner, nur die Leute, die jetzt hier da reingeschaut haben. Deswegen machen wir das schnell weiter. Ich zeige sonst nie Sachen von mir. Das wollte ich da aber mit reinbauen. Vorbelastet, finde den Fehler. Seemobs könnt ihr weiterentwickeln zu Sneebunna. Wir haben noch mehr, wie gesagt, solche Bilder. Zeige ich euch dann alle. Vorbelastet. Ein 100% Glücks-Endivie. Auch sehr coole Sache. Nadine hier mit einem Shiny Raikou. Julchen hat sich ein 100er Golbat erlöst. Brian hat sich ein 100er Vulpix erlöst. Julchen nochmal ein umgedrehtes Shundo. Ne? Ihr wisst, aus dem Raid, das geringste, was ihr bekommen könnt, ist 10, 10, 10. Das höchste ist 15, 15, 15. Seht also das niedrigste Shiny, was es gibt aus dem Raid, aber trotzdem ist selten. Kann man auch mal sammeln. Kenny hier mit einem Shiny Baldorfisch. Jojo mit einem Shiny Rettan. Dann der Flexmann mit einem 100% Shiny Lavita. Wir hatten das 100er Lavita. Wir hatten das 100er Glücks Lavita. Jetzt haben wir das 100% Shiny Lavita. Das müsste doch eigentlich der Schocker der Woche sein. Trotzdem konnte ich mich nicht entscheiden. Es wäre eigentlich safe gewesen. Hätte ich das gestaffelt, dass ich gesagt habe, das nehme ich diese Woche, das andere nehme ich nächste Woche und so, wäre das sicherlich diese Woche dran gewesen. Ich habe es jetzt mal als Einzelnes hier mit reingenommen. Trotzdem eine richtig heftige, fette Sache. Ihr seht hier auch in der Nähe von Mettmann, Nordrhein-Westfalen. Und auch ziemlich gutes Level natürlich. Aber wir gehen fix weiter. Behalte das im Hinterkopf, ne? Viala hier mit einem Shiny Makuhita. Burkhardt, mal wieder ein Shiny Stolunior, dann sein Ho-Oh aus der Aufgabe, das Quest Ho-Oh mit Erdbeben war bei ihm auch ein Shiny, sehr schön. Dann eine Anzeige, die wir eigentlich schon alle kennen müssten, Pokémon Trainer mit langem Raupi sucht wilde Rosana ohne hohes Gras, dafür mit großen Pokebällen, die mich gerne mal tackeln würde, Professor Eichelweb.de. Schreibt da nicht hin, ich hab's probiert. Habe schlechte Erfahrungen gemacht. Also, seid nicht wie ich, seid besser. Burkhardt ebenfalls mit einem Shiny Retter. Und der ist aber hübsch. Der ist aber hübsch. Ja, guckt euch den an. Ein Shiny Krypto Kanibanya könnt ihr jetzt auch bekommen von den Rocket Leadern. Dann, das Krypto sieht ja aus wie ein Shiny. Und jetzt vergleicht mal. Ihr habt ja hier das Shiny Stolunior gehabt. Ihr wisst, der Unterschied beim Stolunior ist, statt blaue Augen
hat das rote Augen als Shiny. Ihr wisst aber, Krypto-Pokémon haben auch rote Augen. Deswegen sieht das Krypto einfach aus wie ein Shiny. Was ist, wenn ihr jetzt ein Shiny-Krypto habt? Hat das dann wieder blaue Augen? Nein, das hat ja dann eigentlich auch rote Augen. Noch rödere rote Augen. Gibt's ja dunkelrot, genau. Nein, dann habt ihr halt das Symbol oben, aber an sich erkennt ihr dann keinen Unterschied. Braucht also kein Shiny Stolunior, braucht ihr gar nicht, gibt's ja auch nicht. Gibt's ja nicht, ist ja nicht von den Rocket Leadern. Dann habt ihr Leon hier mit einem Nuller Voltilam, ja, da kommt nicht viel Saft. Dann Kiss My Shinies für Raid am Mittwoch, erste Quest, Shiny Wildtag, Lenny hat sich hier ein wildes Bisa Floor gegönnt. Kuldan 98er, Shiny Entei, Dennis Weigel, 3 Raids, 1 Shiny, passt. Sehr coole Pose hier auch dabei. Dann ebenfalls Dennis, 100% Haspiroar und ein Ninja Noctu, aber auch öfters gesehen. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass eure Pokémon plötzlich ein schwarzes Latex-Kostüm tragen? Schreibt's mal rein. Dann hat er sich auch ein 100er Sneebel gegönnt. Kapaloris hat sich ein 100er Sneebel gegönnt. Und direkt hinterher ein 100er Shiny Sneebel, also ein Shundo, ne? Shiny, 100, Shundo, erkennt das? Lundo, Lucky, 100 und Schlundo, Shiny Lucky 100, ihr kennt ja die ganzen Begriffe. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Unter anderen Umständen hätte man sowas auch mal zum Schocker der Woche machen können. Ein 100er mit einem Shiny 100er hinterher. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Too Sweet for You zeigt uns hier in der Übersicht 1, 2, 3, 4, 5 Shiny Sneebel, Shiny Grimmurk, Shiny Skorkler. Habe ich jetzt nicht alles einzeln reingenommen. Reicht ja so. Hannes, endlich ein Crypto Rocket Boss Shiny. Glückwunsch, der Ramses hat noch keins. Hannes, noch ein Krypto-Shiny von den Rocket-Bossen. Jennifer, Ausbeute von heute. 100er und je 2 männliche und weibliche Shinies. Ist doch ganz vernünftig, ne? War also auf jeden Fall ein sehr guter Quest-Day für die Leute, die noch keinen Shiny-Sneebel hatten. Und auch 100er gab es einfach so viele. Dann hat sie hier noch ein 100% Pummeluff. Dann hat sie hier einen Shiny Entei. Danke nochmal für den heutigen Tag. Das Shiny ist das einzige Gute nach über 20 Raids. Sie macht nämlich auch immer mit bei den Raids für Zuschauer. Und ihr seht, manche haben auch Glück, bekommen da auch was Gutes. Dann hat sie hier noch ein schönes, saftiges Raikou bekommen mit 96%. Auch eingeladen, Zaragoza, ihr wisst Bescheid. Und Pimmelberger, das müsste schon wieder der nächste Schocker der Woche sein. Pimmelberger, 100%, Shiny, Raikou, gepusht auf 3452. Also, was versteht ihr, was ich meine? So viele Schocker der Woche diesmal. Sir Ups hat aus der GBL auch ein Entei bekommen. Für die, die immer sagen, gibt keine Legendären mehr. Doch, gibt es. Ab Level 20, glaube ich, ab Rang 20, könnt ihr dann Legendäre bekommen, wie man hier sieht. Markus Schäffer, 24, ein Shiny Krypto Sichlor. Ist ein bekannter Gast, sieht man ja öfters, außer beim Ramses. Bufflebeast, Shiny Pionscorer, auch sehr schönes Pokémon. Heiko, wettergeboostetes Shiny Entei, 100er Kanimani, 100er Serpifoy, Krypto Vulcano, was er zu einem 100er machen kann. Shiny Raikou, ich muss das, wenn die Symbole dran sind, aber nein, das ist nur Shiny, ist kein Wetterboost. Seht ihr ja am Wert eigentlich. Also Shiny Entei, immer noch Heiko, Shiny Petsneef. Wie viele Petsneef überhaupt noch? Petsneef regiert das Land, Petsneef sieht er jeden Tag wild. Heiko noch 100er Slimer, dann 30 Millionen Sternenstaub, Punkt genau. Ich glaube, darauf kam es an. Aber ihr seht schon wieder die Petsneef-Bonbons. 15.000 und 1400 XL-Bonbons. Macht da mal eine ganze Siberio-Armee oder wie der Typ heißt. 100er Bamelin, ebenfalls beim Heiko. Dann Celal mit einem Panzer Aeron. Und ihr wisst, Celal schickt uns immer komische Sachen. Also nicht dieses Shiny Sandan, sondern sowas zum Beispiel. Drückt Pause, lest es euch in Ruhe durch hier, die machen sich da über den lustig, ne, und er so, was ist los hier, zack, und dann ist der Baum weg, also unterschätzt den auf jeden Fall nicht, redet weiter, Mist, steht hier sozusagen, kenne ich nicht, ich kenne die Ursa-Rings, aber ich kenne das nicht, ihr wisst, ich kenne nur Generation 1, muss ich noch kennenlernen, aber ich halte lieber den Mund und sage nichts Schlimmes, sonst kommt es hierher und macht meinen Baum kaputt. Dann Erwartung und Realität, wo ich mir sagen müsste, von den Erwartungen,
Na, hätte ich lieber das auf der rechten Seite. Wenn es ein Pikachu gibt mit so einer schönen Go-Face-Kappe, muss einfach Pikachu-Sammlung, muss her. Alle Cappies, alle Mützen, alles sonst was. Sonst habt ihr hier die komischen Vögel. Ihr habt Mewtwo. Ist natürlich eine Anlehnung an den Kanto-Tag vom 20. Februar, der dann kommt. Aber Mew Raids. Ich bin mal so frei raus und sage, Mew Raids wird es niemals geben. Dafür bieten die euch ja die Spezialforschung, dass jeder eins bekommen kann. Und eine Spezialforschung, wo jeder auch ein Shiny garantiert bekommen kann. Aber Mew Raids. Ich meine, gut, so hätte man die Möglichkeit, so viele Raids zu machen, wie man will, damit man eins mit gutem IV bekommt, wenn man aus der Quest eben eins mit schlechtem IV bekommen hat. Denn der eine bekommt einen 100er, der andere bekommt einen 82er und so. Ihr könnt nichts dran ändern, das ist nur eine reine Glückssache. So liegt es daran, wer am meisten Geld reingesteckt hat, hat halt die besseren IV. Trotzdem würde ich mich über so ein schönes Pikachu mit Mütze natürlich freuen. Auch hier Chuck Norris. Verwählt sich nicht, wenn du abhebst, warst du auf dem falschen Telefon. So sieht's aus. Hey, hier gibt's alkoholfreies Bier. Da wird einfach gleich alles zugemacht. Alles klar, keiner will darunter, keiner geht darunter. Verschließ das, oh mein Gott, alkoholfreies Bier. Kenne ich nur anders, wo der Clown sagt, hey, hier unten gibt's Pfeffi. Und dann kriecht der Junge in das Loch rein und ja, kann man natürlich viel draus machen. Als Scharfschütze ist es falsch, Freunde zu treffen. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen, mich durch. Dann hat er hier noch einen Shiny Entei bekommen und einen Shiny Miltank. Das wird das Thumbnail, oder? Das muss das Thumbnail sein, auf jeden Fall. Wer kennt diese komische Kuh? War die nicht auf Dings immer in einer... Es ist schon so lange her, Dann hier eine Shiny Zwiebel statt Zwiebel, ne? Zwiebel. Das ist so genial. Oder ist das das Thumbnail? Ich glaube, die Kuh ist auffälliger. Dann, weißt du, was der Hammer ist? Nein. Ein Holzstiel mit einem Stück Eisen am Ende. Und alle drehen durch. Ist das nicht der Captain America? Jetzt habe ich beim letzten Mal doch auch schon so ein Bild gehabt. Und alle sind durchgedreht. Also, dann hier könnt ihr euch auch mal durchlesen. Da dürfen nur Galadex, Pokémon, Sachen rein. Er macht einen Test und dann zack und dann... Habe ich keine Ahnung. Ihr erklärt mir natürlich wieder, was das bedeutet. Gibt es von Lucario eine Galaform? Sieht die aus wie ein Stinktier? Ist die behindert? Und läuft die gebückt? Ich weiß es nicht. Erklärt mir das, was das sein soll. Dann hat er außerdem die Platin-Medaille bekommen bei Trainerhoffnung. 150 verschiedene Pokémon-Arten in Raids. Habe ich noch nicht mal. Ich mache immer nur die Fünfer. Und das ist immer nur dasselbe. Da kriegt er keine verschiedenen Arten. Theoretisch müsste man, wenn ein Event ist und die Bosse wechseln, die Raid-Bosse wechseln, jeden einzelnen Raid machen. Jeden Einer, jeden Dreier, jeden Fünfer. Da gibt es ja nicht so viel. Um das zu pushen, ist es das aber wert? Oder wartet man einfach, bis es so viele verschiedene legendäre Fünfer gab, bis man das mal voll hat? Keine Ahnung, wir brauchen mehr Pokémon in den Raids, die es vorher nicht gab, dass ich da mal ein bisschen die Medaille pushen kann. Dann Dodgy City, zweiter Raid, 96er, Shiny Raikou. Dodgy City, einmal seit langem wieder GBL, also hier auch aus der GBL ein Raikou bekommen, kein Shiny, ein normales trotzdem. Dodgy City in der Rampenlichtstunde, auch noch ein Bronzong, 98, Chillern und Shiny Retter natürlich. Benjamin Engel, auch Shiny Entei bekommen, Hannes 100%, Pummelung 100%, Tonukto 100%, Togetic, das auch von Raids für Zuschauer, wir haben ja Togetic Raids gehostet. Und Hannes hat schon im Chat währenddessen geschrieben, 100%, hat also durch unsere Raids ein 100% Togetic bekommen, deswegen steht auch Saragossa dran, könnt ihr euch merken, wenn Leute was aus Saragossa schicken, wir sind schuld, außer sie sind selber da, dann sind sie selber schuld, so geht's auch. Hannes noch, 100%, Magna Yen, 100%, Feuerriegel. 100% Feuerriegel, Shiny Panimos, 100% Quapsel, hat er auch gefragt, zu was er das machen soll, Quaxo oder Quabo, die Mehrheit war für Quapo, also Thomas und ich habe ich gesehen, die direkt drauf geantwortet haben,
Was hättet ihr gemacht? Quaxo oder Quappo? Einer hat, glaube ich, gesagt, Quaxo mit Bodenmoves, aber Quappo, solche Hände du, ich sag's dir, da willst du keine. Dann hat er hier, ach nee, das ist Lennart. Dann Lennart hier, 100er Skungapu, Alois. Lennart hier, Shiny und Duster. Lennart hier, C-Mobs, was er als LOL-Mobs umbenannt hat. Denn guckt euch das mal an, das hat einfach Charme, Aeroass und Zauberschein. Dann hat das einfach mal 3212 WP und ist gerade mal auf der Hälfte vom Bogen. Wieder so ein Anzeigefehler. Ich meine, was war dieses Mal denn los? Gregor zeigt uns auch. Was war los? Guckt euch das doch mal an. Die Bonbons. Es ist ein Stolunio als Glücks-Pokémon, hat aber einen Krypto-Schimmer mit einem Skungapu mit drin. Eine Zeit von einem Mega. Pokémon, die abläuft und ein Sneebel ist auch noch mit dabei. Signalbeam, Signalbeam, also und dann... Warum habe ich nicht solche lustigen Sachen bei mir? Dann seht ihr hier Mewtwo. Und der Schwanz von Mewtwo ist halt einfach nur ein Rattan, ne, wem das auffällt. Und dann ist ja klar, beim Shiny Mewtwo ist das ja dann ein Shiny Rattan. Ansonsten ist bei Mewtwo nichts anders. Habt ihr das mal abgecheckt? Hier Gregor, genau, Gregor, der zieht mich auch wieder ordentlich auf, denn... Garnovil ist geschlüpft, 4:29 Uhr. Garnovil ist geschlüpft, 7:18 Uhr. Ich hab noch keins, also egal, also gebrütet. Gregor außerdem könnte sich hier ein 100% Stolos erlösen. Dagro, 100% Shiny Groudon, ist aber glaube ich von einem Kollegen, trotzdem natürlich fett. Wäre auch sowas wie Schocker der Woche, aber ihr seht ja, wir haben so viele krasse Sachen gehabt, kann man sich nicht festlegen. Hier nochmal 100er Tonupto, 100er Despota, dann gewinne 2000 Raids auf der Champion-Medaille, wo ich einfach nie weiß, was ich überhaupt raiden soll, weil einfach alles sinnlos ist sozusagen. Vielleicht hätte ich Miltank-Raids mitmachen sollen, hätte mich mit angestellt bei den Raids, da mitgemacht, um diese Medaille zu pushen, ja. Bärenmeister, 100.000, wie viele Bären habt ihr auf eurer Bärenmeister-Medaille? Schreibt's mal rein. Elke hat sich hier noch ein Shiny Songkern gegönnt. Geitsch, auch sein erstes Shundo, ein 100% Shiny Sneebel. Glückwunsch dafür natürlich auch. Bobabo sagt auch, hey Ramses, hoffe du bekommst auch noch eins. Shiny Krypto Ammonitas, schnell und einfach. Schreibt er nochmal dazu, ist dasselbe, glaube ich. Erstmal Cliff nach dem Aufstehen besiegt und dann endlich mein erstes Krypto Shiny. Ich hoffe, ich bekomme nie eins, denn wenn ich eins bekomme, bin ich ja im Drang, noch mehr zu bekommen und die zu sammeln. So, wenn ich keins habe, kann ich sagen, nö, den habe ich auch gelöscht oder so. 2x10, 10, 10 an einem Tag. Wir hatten das bei Julchen vorhin schon. Das schlechteste Raikou aus dem Raid, was es gibt, auch noch als Shiny und dann auch noch zwei Stück, 2 0% Shiny Raikou, also... Ist ja nicht 0%. 0% wäre es ja, wenn es 000 hätte, aber es hat ja 10, 10, 10. Also glaubt nicht alles, was im Internet gesagt wird. Tobias Jan, ja übrigens, hoppala, hat sich einfach mal in den letzten 2 Tagen auch 200%ige Raikou gegönnt. Ein normales, eins mit nicht Wetterboost, weil es dafür zu niedrig ist, aber wohl mit einem Push versehen. Sören, da ist einfach ein Mann in der Bahn und weint. Und alle fragen sich, oh mein Gott, er hat bestimmt schlechte Nachrichten bekommen. Vielleicht ist jemand gestorben aus seiner Familie, sonst was. Und ihr seht auf seinem Handy einfach nur, die Zeit ist abgelaufen. Er hat den Raid nicht geschafft, ganz knapp. So ist es. Ebenfalls Sören, ach du Kacke, was die Quarantäne mit der Maus gemacht hat. Ja, da einfach so ein komisches Biber. Was ist das, ein Murmeltier? Ein Murmeltier bestimmt. Sören zeigt uns hier auch noch ein, boah, eine Mischung aus... Bruder Landa, Akani, Meistergriff, Relaxo. Das ist der, nee, das ist ein Level 7 Raid Boss auf jeden Fall. Der greift auch mit allen gleichzeitig an. Selimaus hier auch 100er Sneebel, Nummer 1 und Nummer 2. Terrorzige hat auch so einen Bug bekommen und kann das Stolrak zum Sneebunna weiterentwickeln. Brainy fragt sich, wie man diese Zitronen auspressen soll. Dann habt ihr hier noch mit dem Gotcha gefangen beim Brainy einen Shiny Makuhita. Er hat auch ein 100% Sneebel bekommen. Er hat auch ein schönes Shiny hinterher bekommen von Sneebel. Ein 100% Evoli, ein Shiny Bronze, Thomas Speck, 100% Groudon. Sehr coole Sache, natürlich gleich hochziehen. Das waren jetzt die Highlights, ja. Und jetzt kommt aber wirklich der Schocker der Woche.
Vielleicht ist er gar nicht so krass wie die anderen Sachen eben davor, aber ich musste einen jetzt zum Schocker der Woche auswählen. Also, jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Six God, wenn der so heißt. Nicht Sex God, der Six God. Six God? Six God LP. Der hat nämlich einfach mal ein 100% Krypto Sumpex. Ist das jetzt besser oder seltener oder krasser als ein 100% legendäres Groudon oder ein 100% shiny legendäres Groudon oder besser als ein 100% shiny Lavita oder ich meine, wer ganz viele Raids macht, kriegt halt so ein 100er Groudon vielleicht. Wer viele Glückstrades macht, kriegt vielleicht ein 100er Groudon. Wer jetzt mit einer Map spielt, kann 100er Lavitas suchen. Oder irgendwas, keine Ahnung, oder die kannst du ausbrüten oder die kannst du aus einer Quest bekommen oder du kannst so viel. Aber für Kryptos gibt es theoretisch ja nur einen Weg. Rocket Stops, Rocket Rübel, Rocket Bosse, alles mögliche. Und da ein gutes zu bekommen, die meisten nehmen alles, ja ich habe ein 100er, was ich erlöse, also ich kann ein 100er erlösen. Aber dass jemand ein 100%iges Krypto hat, ist schon selten. Einmal hatten wir ein 100%iges Krypto-Shiny dabei. Das war die Atombombe unter den Schockern der Woche. Den finde ich aber auch krass, vor allem weil Sumpex so oft in der GBL genutzt wird und viele Leute einfach Sumpex spielen. Hier 2464, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre sogar besser, wenn er nicht 100 wäre und näher an die 2,5 rankommen könnte. Aber es ist trotzdem verdammt selten, meiner Meinung nach. Schreibt mal rein, wie findet ihr den Schocker der Woche? Findet ihr das 100% Krypto-Sumpex krass? Ja, nein, vielleicht. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Raid Mania wieder. Vielleicht gehe ich auch raus, mache noch so ein Video draußen. Mal gucken, wie lange ich es aushalte, bevor ich wieder festgenommen werde. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.